Ostwestfalen-Lippe. Wir gehen ins wunderschöne Bielefeld, da unser heutiger Gast dort studiert, kommt aber auch gar nicht von so weit weg, aus dem schönen Lemgo. Und er studiert zurzeit in Bielefeld. Und ich freue mich ganz besonders, er ist auch aktueller Europameister der Landesmeister mit seinem Team, den Schachfreunden Deizisau, ist die Nummer 1 in Deutschland, hat die letzten beiden Olympiaden für Deutschland gespielt und hat im letzten Jahr auch den Meisterschaftsgipfel gewonnen und auch die Deutsche Blitzmeisterschaft. Und wir begrüßen ganz herzlich heute Abend Matthias Blühbaum. Hallo Matthias! Hallo Sebastian, danke, dass ich hier sein darf. Sehr schön. Also vielleicht auch kurz im Chat Bescheid sagen, ob es alles in Ordnung ist, ob ihr uns gut hören könnt und einfach kurz Bescheid sagen, dass der Ton in Ordnung ist und dann können wir hier auch durchstarten. Okay, Matthias, ich habe gerade schon gesagt, du bist jetzt gerade im schönen Bielefeld. Ist natürlich zurzeit noch Pandemie. Das ist schon das dritte Semester, das jetzt online stattfinden muss. Aber insgesamt kommst du ganz gut klar. Hast du jetzt mehr Zeit für Schach oder weniger Zeit für Schach? Kannst du das so sagen? Oder hast du dich jetzt mittlerweile ganz gut eingerichtet, ne? Wahrscheinlich mit dem Online-Programm? Also ich muss sagen, für mich persönlich ist das Online-Semester hat sogar fast mehr Vorteile als Nachteile für mich persönlich. Also ich meine, ich hatte halt das Glück, das hat mich ja eher halt jetzt im Master erwischt und nicht mehr irgendwie am Anfang des Studiums, was, glaube ich, halt schwieriger wäre, wenn man da halt gar nicht die Uni besuchen kann. Ja. Und jetzt im Master hat es halt eben die Vorteile, die ganzen Skripte und so weiter, ist halt alles online verfügbar, dann kann man halt praktisch selber komplett alleine lernen und ist nicht darauf angewiesen, irgendwie immer vor Ort sein zu müssen. Was halt gerade hilfreich ist, wenn man wegen Schach mitunter mal unterwegs ist, auch trotz Corona, kommt das ja hin und wieder nochmal vor. Ja, okay. Wir haben ja gerade schon gehört, dass du die deutsche Nummer 1 bist und dass du halt einfach ein bärenstarker Spieler bist. Ganz aktuell bist du auch noch zu den kämpferischsten Spielern gewählt worden von den Top 100. Also auf Nummer 11 bist du da gelandet. Das war auch grandios, hat mich sehr, sehr gefreut. Und wir wollen aber natürlich erstmal ein bisschen reinhorchen, wie das bei dir alles so angefangen hat. Ich habe ja gegen deinen Papa noch gespielt, der war ja auch schon Ostwestfalen-Meister und das ist schon ein paar Tage her und du warst ja auch in der Prinzengruppe, aber wir wollen mal ein bisschen hören, wie, du kommst ja aus einer Schachfamilie, haben wir gerade schon, also wie gesagt, mit Karl-Heinz und natürlich deine Schwester Johanna spielt auch sehr, sehr stark Schach, hat auch schon in der Bundesliga gespielt. Erzähl uns einfach mal ein bisschen, wie du zum Schach gekommen bist. Es liegt wahrscheinlich nahe, dass du es vom Papa gelernt hast, aber wir wollen einfach mal reinhorchen, wie du zum Schach gekommen bist, Matthias. Erzähl mal. Ja, genau. Also du hast es ja im Prinzip schon gesagt. Ich bin über meinen Vater Karl Ernst halt zum Schachspielen gekommen. Der hat halt eben auch mit meinen Schwestern, mit meinen älteren Schwestern halt schon Schach gemacht. Und dann war es halt irgendwie sehr natürlich, dass ich mich halt irgendwann praktisch dazugesellt habe zu diesem Training und bin dann irgendwie automatisch damit groß geworden, halt Schach zu spielen, auch im Jugendbereich. Und ja, bin sehr schnell irgendwie auch halt im frühen Alter zu diesen deutschen Meisterschaften gekommen und dann bin ich halt immer dabei geblieben. Ansonsten, wie gesagt, halt einfach durch die Familie. Okay, aber ganz langsam, also durch den Papa natürlich, da hattest du natürlich schon gewisse Vorteile gegenüber den anderen Kindern, aber wie dann NRW erstmal, welche Jugendmeisterschaften hast du da als erstes gemacht oder beziehungsweise wann warst du das erste Mal im Schachverein in Lemgo? Weißt du das noch? In welchem Alter war das? Im Schachverein, ich weiß gar nicht genau in welchem Alter, also ich glaube, ich habe immer so gesagt, dass ich grob mit 6 angefangen habe mit Schach. Ich kann jetzt aber nicht sagen, ob ich da im Schachverein schon direkt war oder irgendwie 1-2 Jahre später, aber früher habe ich nicht diese NRW-Meisterschaften mitgespielt, sondern als ich noch U8 war, habe ich irgendwie in Sebnitz dieses Turnier mitgespielt und mich darüber für die Deutsche qualifiziert. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Aber ja, ich kenne das Turnier auch noch, das war eigentlich immer bärenstark besetzt, aber das weiß ich auch nicht, ob es das jetzt noch gibt. Ich habe jetzt eigentlich die letzten Jahre auch nichts mehr davon gehört, vielleicht kann jemand im Chat was schreiben, ob er dazu was weiß. Okay, auf jeden Fall... sag mir mal kurz, also dann mit 6, dann weißt du noch die erste deutsche Jugendmeisterschaft dann? Wie alt warst du da? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, 7 oder 8 wahrscheinlich. Okay. Wobei es gab ja so gut die jüngste Altersklasse, war halt U10, aber ich vermute, ich habe irgendwie mit 8 Jahren U10 das erste Mal gespielt, irgendwie so. Ja, okay. Und dann ging das direkt, bist du direkt durchgestartet? Warst du direkt der Stärkste bei dir in der Jugend oder weißt du da noch genau, ja, nee, das war eigentlich ziemlich schwierig und da waren immer andere, die viel, viel besser waren und die haben dann einen Ehrgeiz geweckt oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie war das damals?
Ich würde jetzt sagen, weder noch. Also ich meine, gut, als ich dann das erste Mal bei der deutschen Jugendmeisterschaft war, war es U10. Das heißt, es gab ja auch noch ein, zwei Jahrgänge über mir und die sind natürlich irgendwie automatisch noch ein Stück stärker. Ja. Gerade wenn man halt so jung ist, macht halt so ein Jahr sehr viel Unterschied noch in der Spielstärke. Aber ja, war immer relativ weit vorne für mein Alter. Ich meine, ich habe es irgendwie meine ganze Karriere nie geschafft, eine deutsche Jugendmeisterschaft zu gewinnen. Also irgendwie habe ich da nie wirklich gut gespielt. Das gibt Aber allen ich war Hoffnung. trotzdem. Das gibt allen Ja, Hoffnung. Das ist aber gut. ich habe. Ja, aber wie gesagt, ich war trotzdem eigentlich immer vorne mit dabei. Also irgendwie halbwegs vordere Platzierung war immer drin und. Okay. Also das war es vorne dabei, aber kann man sagen, von den heutigen Kontrahenten, dann nachher gab es ja auch die Prinzengruppe und so, waren davon welche, die irgendwie dort deutlich stärker waren damals? Kannst du dich daran erinnern, von den anderen? Also Rasmus Ich glaube oder nicht deutlich Sven? stärker, aber die haben mir halt, also so Rasmus, Dennis und Alex haben halt die ganzen Jugendtitel abgeräumt und ich habe halt nie einen Titel gewonnen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie damals irgendwie deutlich voraus waren von mir, aber also spielstärkemäßig, aber ja, die waren natürlich halt immer da und ansonsten Jan-Christian Schröder oder Tore Perske, die halt noch einen Jahrgang jünger waren. Ja. Okay. Also es waren auf jeden Fall schon richtig starke deutsche Jugendmeisterschaften. Wenn man hört, heute, die sind alle Großmeister oder mindestens internationaler Meister geworden. Also das ist natürlich schon à la Bonheur, ne? Man ändert sich ja jetzt gerade auch. Carlsen spielt ja jetzt demnächst gegen den Jan Nepomniachtchi in der Weltmeisterschaft. Und da wurde auch mal gezeigt, wer damals die U12-Weltmeisterschaft gespielt hat. Und wenn man sich da die ersten 50 anguckt, die sind alle heute Großmeister. Also es ist auch wohl ein bärenstarker Jahrgang der von Carlsen gewesen. So wie jetzt dein Jahrgang anscheinend auch ein bärenstarker Jahrgang ist. Und auch noch der jüngere Jahrgang dabei. Okay, also dann waren die ersten Jugendmeisterschaften und dann ging es auch los mit der Prinzengruppe. Da würde ich gerne mal ein bisschen nachfragen. Da musst du ja so 12 gewesen sein, oder? Weißt du noch, wie alt du da warst, als du da reingekommen bist in die Prinzengruppe? Kannst du ehrlich gesagt nicht mehr genau sagen, in welchem Jahr die angefangen hat? Ich meine, die hätte Also grob 2011. sollte das stimmen vom Alter. Ja, okay. Du bist heute, wie alt? Du bist 24, oder? 24, ja. Ja, genau, 24. Okay, ja, dann kommt das ungefähr hin. Und kannst du dich noch erinnern, was ihr damals da für Training gemacht habt? Der Deutsche Schachbund hat ja da sozusagen die besten Jugendspieler in deinem Alter rausgefitscht und hat gesagt, die werden jetzt mal besonders gefördert. Und weißt du noch, wie damals die Förderung aussah? Bis dahin hast du nur mit deinem Papa trainiert oder hattest du da auch schon vorher noch einen anderen Trainer? Ich denke bis dahin nur mit meinem Vater. Die Phase, wo ich mit Matthias Krallmann trainiert habe, war, glaube ich, ein bisschen später, wobei ich bin mir auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Ja, aber genau, die Prinzengruppe gab halt eben immer wieder diese Lehrgänge mit verschiedenen Trainern. Ich vermute, es waren ja auch schon Alex und Rasmus waren ja auch zum Beispiel schon beide hier, die werden wahrscheinlich schon viel darüber erzählt haben. Ja, also weiß jetzt nicht, was ich dann noch genau zu erzählen soll. Nur, ob du dich noch erinnerst, welches für dich vielleicht ein ausschlaggebendes ja, in Erinnerung geblieben ist, irgendwie mal ein Training mit Jusupov oder mit irgendeinem tollen Trainer, der dir gesagt hat, oh ja, jetzt das öffnet mir doch einen ganz anderen Horizont und da hat es bei dir Klick gemacht und dann warst du irgendwie richtig bereit, noch mehr zu investieren und noch mehr für Schach zu machen. Hätte sein können, dass da irgendein einschneidendes Erlebnis war, wo du sagst, okay, ja, nee, da habe ich richtig was mitgenommen, da habe ich richtig was gelernt und dann habe ich auch irgendwas geändert noch an meinem Training. Ja, also ich meine, ich kann mich an die ganzen Lehrgänge erinnern, auch mit Jusupov unter anderem, aber ich hätte jetzt keinen, wo ich irgendwie besonders sagen würde, da bei dem Lehrgang habe ich super viel gelernt oder das ist mir jetzt am wichtigsten im Endeffekt gewesen. Also die waren halt alle irgendwie sehr wertvoll, es waren halt alle sehr starke Trainer und halt auch verschiedene Trainer. Das heißt, hat halt irgendwie gefühlt halt irgendwann alle Bereiche abgedeckt, aber ich würde jetzt keinen hervorheben wollen, glaube ich. Okay, alles klar. Okay, und dann, wann durftest du das erste Mal dann eine Weltmeisterschaft mitspielen oder Europameisterschaft im Kinderbereich? Kannst du dich da noch dran erinnern? Das ist auch eine gute Frage. Also ich habe zuerst halt immer die Europameisterschaft mitgespielt. Ich glaube, die erste, die ich mitgespielt habe, war irgendwie in Kroatien. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr genau, welches Jahr das war. Ich würde schätzen 2009, 2010, Ja. wahrscheinlich 2009 oder so. Ja, okay. Also mit 12 dann wahrscheinlich. Und okay. Kannst du dich an irgendwas dann erinnern, was so auf deinem Werdegang dann irgendwie ein Erlebnis war, wo du gesagt hast, wow, Schach, das macht jetzt so viel aus, ich möchte jetzt echt nur noch Schach spielen. Schach ist ja total genial und
War da irgendwas, was dir so viel Spaß gemacht hat, oder war das einfach die Erfolge, oder? Ich weiß nicht, also ich habe als Kind eigentlich nie großartig darüber nachgedacht, ob ich Schach weitermachen möchte. Ich habe es halt irgendwie einfach immer gemacht, weil ich halt Spaß dran hatte, aber es war jetzt nie so, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, das ist jetzt der Grund oder das ist der Auslöser, warum ich unbedingt immer weiter damit machen möchte. Ja, okay. Also, könnte jetzt keinen expliziten Grund nennen. Okay. Und jetzt hast du gerade gesagt, Kroatien, Europameisterschaft und die weiteren Stationen nach der Europameisterschaft. Kannst du dich noch an Weltmeisterschaften erinnern, die dir in Erinnerung geblieben sind? Ja, also zum Beispiel damals in Porto Carras habe ich mitgespielt. Ich glaube, das war 2011, schätze ich. Ja. Und danach halt auch noch einige WMs. Ich glaube, die letzte, die ich gespielt habe, war 2014 in Südafrika, wenn ich mich nicht irre. Ja. Also ich bin halt leider nie, also gut, das einzige Mal, dass ich eine Medaille gewonnen habe, war die Junioren-WM, dann U20, aber in dem Jugendbereich bin ich, glaube ich, maximal, ich glaube, ich bin einmal Vierter geworden, glaube ich, aber nie in den ersten drei gelandet. Okay, ja, aber Vierter ist ja schon aller Bemühe, das ist ja schon sehr, sehr stark. Also das ist schon sehr, sehr kräftig. Und im Erwachsenenbereich, du bist dann gewechselt nach Werder Bremen, glaube ich auch, ne? Mit Matthias Kramer, deinem damaligen Trainer, zusammen. Und da hast du wann das erste Mal dann Bundesliga gespielt? Also zuallererst, ich bin für eine Saison zu Hansa Dortmund gewechselt damals. Ja. Ich glaube, das war 2011, 2012 die Saison. Mhm. Da habe ich zum ersten Mal Bundesliga gespielt und ich glaube, ich bin direkt danach zu Werder gekommen. Ich habe wirklich nur eine Saison für Dortmund gespielt, warum auch immer. Aber auf jeden Fall gut, mit Werder Bremen hat sich das damals halt über Matthias Kreimann ergeben dann, weil der als Trainer da eben der Mannschaft dann angestellt wurde. Und der zum damaligen Zeitpunkt auch mein Trainer war. Ja genau, aber ich denke mit 14 habe ich das erste Mal Bundesliga gespielt. Aber halt damals dann noch irgendwie am 8. oder 7. Brett. Also. Okay. Und... Okay, aber Bundesliga, genau, ich erinnere mich auch noch ganz gut an Hansa Dortmund. Die sind ja leider relativ schnell dann auch wieder abgestiegen. Und kann ja auch sein, dass das in dem Zuge war, dass du dann nach Bremen gegangen bist. Aber wie war das denn dann, dass du, hat die Bundesliga dir dann so viel Auftrieb gegeben, dass du dann sehr schnell den nächsten Schritt gemacht hast zum internationalen Meister? Oder wie kam das? Weißt du das noch? Aber es war jetzt nicht nur die Bundesliga. Also die Bundesliga war natürlich schön, spielen zu können. Und war natürlich irgendwann, als dann Werder Bremen war, war es halt auch schön, irgendwie gefühlt jede Saison immer so ein, zwei Bretter aufzurücken. Aber gut, gerade EM, also die EM-Norm, ich meine, das war halt eben noch komplett die Prinzengruppen-Ära. Und ich glaube, eher dadurch war das halt auch eher so der Auftrieb. Also wir haben halt alle irgendwie die EM-Norm gejagt, so parallel praktisch. Und also ich habe in der Bundesliga auf jeden Fall auch Normen erspielt, aber... Ja. Okay, dann erzähl mir uns mal ein bisschen was zu deiner Arbeit mit Matthias Kreimann, weil die Fans fragen immer, ja, wie kann man denn so stark werden und irgendwas muss ja da gewesen sein, einfach nur ein bisschen Schach spielen und so, das reicht ja nicht. Also du musst ja schon irgendwo mal richtig dich auch hingesetzt haben und gearbeitet haben. Wie sah denn das Training mit Matthias Kreimann aus? Also hier nochmal schöne Grüße an den A-Trainer und der kommt ja eigentlich aus Bielefeld und hat auch lange bei Enger Spengel gespielt, auch früher in erster Bundesliga und ja, erzähl mal, wie die Arbeit kam natürlich zustande, weil das bei euch auch im Umfeld war, in der Nähe von Lemgo. Und genau, ja. Hat irgendwie gepasst zwischen euch die Chemie und Matthias hat dich ja da schon ziemlich unterstützt und sehr gefördert. Sag mal, wie die Arbeit aussah zwischen euch beiden. Was konnte der Matthias dir beibringen? Weil das ist ja jetzt nicht jetzt der Obergroßmeister, sondern das ist ja ein sehr starker Fidemeister, A-Trainer, wie ich schon gesagt habe. Also der muss ja einfach sein Werkzeug dir irgendwie nahegelegt haben und gesagt haben, woran du arbeiten sollst, oder? Ja gut, also ich glaube, wir haben uns halt damals irgendwie so alle ein, zwei Mal im Monat irgendwie für 4 Stunden oder so getroffen. Also jetzt, es war jetzt nicht unfassbar intensiv, das Training, aber hat auch gereicht. Also was wir gemacht haben, war hauptsächlich halt zum einen Eröffnungsrepertoire besprechen, wenn ich irgendwo, also ich bin mit ihm damals praktisch von Wolfgang mit, was meine erste Eröffnung als Kind war, auf Slawisch gewechselt, was glaube ich halt hilfreich war, weil Wolga Gambit ist, je höher man kommt, desto schwieriger wird es halt, das noch seriös zu spielen. Ja. Das heißt, Eröffnungsrepertoire war das eine, was wir gemacht haben und ansonsten halt hat er eben praktisch irgendwelche Aufgaben oder Endspiele für mich vorbereitet, halt möglichst thematisch. Okay. Ja, aber halt jetzt nicht, also jetzt nichts absolut Außergewöhnliches. Also. Okay.
Und was ja bei dir sehr, sehr interessant ist, weil du gerade was vom Eröffnungstraining sagst, du bist ja als einer die absolute Koryphäe eigentlich im Franzosen bekannt. Wann hast du damit angefangen zu spielen und wie hast du das geschafft, das so zu verdichten und darin so, so gut zu werden und einfach als Experte eigentlich zu gelten in der Variante? Na gut, also ich bin halt durch meinen Vater praktisch zu Französisch gekommen. Er hat mir halt im Prinzip mein Eröffnungsrepertoire irgendwie gezeigt und deswegen habe ich halt praktisch von Beginn an nie was anderes als Französisch gespielt. Und ja gut, ich meine, irgendwann, ich bin halt einfach, ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass es an Französisch liegt, dass ich stärker schachlich geworden bin, aber habe mich halt trotzdem in den Stellungen immer wohl gefühlt. Und ich meine, klar, wenn man halt viel Erfahrung in der Eröffnung hat, kann das auch sehr hilfreich sein. Also es muss nicht immer nur irgendwie sein, dass die Engine super zufrieden ist mit der Stellung, die man nach der Eröffnung hat, sondern gerade, also je niedriger man geht, desto viel wichtiger ist halt Erfahrung, dass man die Pläne kennt. Und das hat mir da halt, glaube ich, viel geholfen. Gut, und es ist natürlich jetzt mit meiner Elo-Zahl irgendwie auch nicht schwierig, als Experte zu gelten, weil halt alle mit einer höheren Elo-Zahl gefühlt praktisch gar kein Französisch spielen. Also, ja, die Diskussion gab es auch schon. Es wird halt leider auf hohem Niveau wenig gespielt. Ja, die Diskussion hat ja auch Georg Meyer letztens angestoßen. Er hat gesagt, ja, er hätte mal was anderes lernen sollen, außer Französisch. Dann wäre vielleicht auch mehr drin gewesen. Siehst du das auch so, dass Französisch dich auch ein bisschen handicapt, zu höheren Weinen aufzustoßen? Oder würdest du sagen, nee, mit deinem Französisch bist du eigentlich so stark? Du hast ja jetzt auch sehr starke Leute geschlagen in dieser Challenge mit Kasen, in der Kasentour. Da hat man ja auch gesehen, dass du auch 2,57er plus schlagen kannst. Und würdest du sagen, es ist schon auch ein Handicap dann im Franzosen, dass man da nicht noch anders aufgestellt ist? Oder würdest du sagen, also die Möglichkeiten sind dann begrenzt? Oder würdest du sagen, nö, ist eigentlich genau richtig und lass die anderen mehr erzählen? Das, ja gut, es ist schwer zu sagen. Also zum einen jetzt diese Champions Chess Tour, das war natürlich Schnellschach. Also das muss man fairerweise sagen, ist natürlich im Schnellschach deutlich einfacher, irgendwie Partien zu gewinnen als im klassischen Schach, gerade gegen Top-Leute. Aber bisher muss ich sagen, ich habe auch, wenn ich irgendwelche Top-Turniere, also wie das Kranke Classic, auf Französisch gespielt habe, es ist nie so, dass ich irgendwie jetzt nach der Eröffnung sofort richtig schlechte Stellungen hatte, auch gegen die Top-Spieler. Also ich habe auch gegen Caruana irgendwie Französisch gespielt und relativ problemlos ausgeglichen damals. Ich erinnere mich, das also habe ich in Dortmund kommentiert damals, das war auch eine starke Partie von dir, also muss man sagen. Also da kannst du echt auf ich habe aber auch mal gesehen, du kannst auf höchster Ebene da mithalten. Da knüpft sich jetzt aber die nächste Frage an. Ich habe gehört, du machst da sehr viel mit einem sehr starken Computer. Du bist sowieso IBM vorbelastet oder so. Stimmt das? Ich habe davon keine Ahnung. Stimmt das, dass du so ein ganz starker Computerkenner bist oder auch von deinem Papa da gut instruiert wurdest, schon in frühen Jahren oder so? Oder räum mal mit der... Also ich weiß nicht, von wem du das gehört hast, aber... Also ich meine, ich habe immer vernünftige Laptops, mit denen ich dann halt auch, wenn ich zu Turnieren reise, halt irgendwie analysieren kann dazu. Ich meine, gut, heutzutage funktioniert natürlich auch viel über irgendwelche Cloud-Engines oder so. Das heißt, es ist gar nicht mehr unbedingt der eigene Rechner, der extrem stark sein muss. Ja. Aber, also ich wüsste jetzt nicht, dass ich irgendwie derjenige bin, der mit extrem starken Rechner unterwegs ist im Vergleich zu anderen. Also. Okay, das ist eine Mehr. Okay, ja, das wurde mir einfach mal zugetragen. Der Matthias hätte so starke Rechner, die wären so gigantisch stark. Okay, also aber du kennst einfach deine Varianten sehr, sehr gut. Ne? Auch im Damen-Gambit und so, das kennst du alles gut. Und mit Weiß den Katalanen kennst du, glaube ich, auch sehr gut. Da können wir kurz mal genau einen Rundumschlag machen. Welche Eröffnung spielst du am liebsten? Und ich habe gerade schon ein bisschen was genannt, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen sagen, dein Spielstil ein bisschen charakterisieren. Also früher hast du selber gerade schon gesagt, hast du auf Wolga gespielt. Juckt dich das manchmal nochmal? Könntest du dir das nochmal vorstellen? Packst du das nochmal aus? Oder? Also gut, wenn ich Wolga heutzutage spiele, dann ist es halt eigentlich ein Blitz oder Bullet online. Also ich könnte mir nicht mehr vorstellen, eine seriöse Langzeitpartie Wolga zu spielen. Da müsste schon irgendwie sehr viel dafür sprechen. Also entweder, dass der Gegner deutlich schwächer ist oder dass ich halt glaube, gegen den Gegner macht das gezielt aus irgendeinem Grund Sinn. Aber sowas wie Wolga Gambit auf höchstem Niveau zu spielen, ist schon sehr kritisch. Ja, welche Öffnung mir am besten gefällt, ist schwierig zu sagen. Also ich meine, klar, Französisch fühle ich mich halt wohl, solange ich nicht in irgendeine komische Öffnungsvorbereitung laufe. Ich meine, ich spiele natürlich heutzutage auch Karo Kann dazu, teilweise. Und mit Weiß, ich tue mich. Also gut, sagen wir, die Eröffnung, mit der ich, glaube ich, sehr viel Erfolg hatte, war Nimm zu Indisch mit Läufer D2. Vielleicht nehme ich das als Eröffnung, die ich gerne spiele. Okay, also da hast du extrem hohen Score mit. Alles klar.
Und du hast gerade schon gesagt, Französisch bist du immer treu geblieben, aber hast du sonst so einen Wandel erlebt, jetzt vom Taktischen zum Strategen oder so? Oder würdest du sagen, nö, eigentlich, ich spiele immer noch so, wie ich als Jugendlicher gespielt habe? Also ich glaube, mein Spielstil hat sich jetzt nie extrem verändert. Ich war jetzt immer eher etwas solider wahrscheinlich. Also ich war zumindest jetzt nie der Typ, der irgendwie einfach kompromisslos auf Angriff gespielt hat. Also ich weiß nicht, also ich glaube, mein Spielstil hat sich nicht groß verändert, vielleicht durch die Pandemie irgendwann ein bisschen. Also ich habe gemerkt, dass ich nach den paar Monaten Corona-Pause irgendwie angefangen habe, schneller zu spielen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt nur daran liegt, aber Ja, also keine Ahnung, das also mein Spielstil. habe ich auch schon gehört, dass viele dann sicherer werden und eigentlich auch taktischer, ne? Vincent Keimer hat das auch gesagt, ihm hat das sehr viel Würze gegeben, dieses viele Online-Spielen. Und man ist ja dazu auch einfach mehr gezwungen, Entscheidungen zu treffen. Und das kann natürlich auch später helfen dann am Brett. Aber gut. Okay. Okay, das haben wir dann auch geguckt, also mit dem Repertoire. Dann oft stellt sich die Frage, machst du ein bisschen Sport nebenbei? Hältst du dich irgendwie fit? Wie kannst du deine langen Also ich Partien habe jetzt. durchhalten? Weil du spielst auch öfter mal lange Partien, 6 Stunden und so. Kannst du irgendwas verraten, den Zuschauern? Also ich habe jetzt keine besonderen Geheimnisse da. Also ich gibt jetzt auch keinen Sport, den ich wirklich jetzt irgendwie vereinsmäßig oder sonst wie betreibe. Also ich gehe hin und wieder mal laufen, aber das ist, glaube ich, auch alles, was ich mache. Ich hatte glücklicherweise bisher noch nie irgendwie das große Problem damit, lange Partien durchzuhalten. Es ändert sich vielleicht, wenn ich jetzt irgendwann noch älter werde, aber bisher hatte ich damit eigentlich immer Glück, Okay. dass das irgendwie nie ein großes Problem war, aber ich habe jetzt keine besonderen Tipps. Naja, werd du mal so alt wie ich, ne? Doppelt so alt bin ich ja. Da musst du schon ein bisschen Sport machen, sonst hältst du es nicht mehr am Brett. Aber ich spiele auch nicht mehr seriös Schach. Also von daher ist es ja auch was anderes. Aber generell, ich glaube auch Thema Ernährung, wie sieht es bei dir da aus? Hast du, wenn du ein wichtiges Turnier spielst, irgendwelche besonderen Vorlieben, wie du dich ernährst? Oder ist das eigentlich, ja, was gerade da ist, das wird halt vertickt. Ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, ich wäre ein sehr disziplinierter Mensch und würde täglich auf meine Ernährung absolut achten. Also ich meine, ich überlege natürlich schon, was ich esse, aber es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie was ganz Bestimmtes esse oder sonst was für Schachturniere oder dass ich irgendwie einen bestimmten Rhythmus habe, wann ich was esse. Also Ja, okay. das ändert sich eigentlich von Turnier zu Turnier, je nach Begebenheit. Also Okay. Hast du denn ein Lieblingsgericht oder so oder eine Küche? Mediterran oder chinesisch, asiatisch, irgendwas, womit man dir eine Freude machen könnte? ich hab jetzt keine besonderen absoluten Lieblings. Also das Einfachste für mich ist halt irgendwie immer italienisch zu essen, aber wenn es jetzt darum geht, essen zu gehen, aber ich habe jetzt irgendwie keine besonderen Lieblingsgerichte. Oder westfälische Küche, kocht deine Mama besonders gut oder gibt es irgendwas, womit man dich total erfreuen kann? Nicht, dass ich wüsste, also ja, so gut, meine Mama kocht natürlich gut, selbstverständlich, falls sie das hier irgendwann sieht. Nein, aber also ich hätte jetzt kein Gericht, wo ich jetzt Hast du sagen kein würde. Lieblingsessen? Hast du kein Lieblingsessen, wo du sagst, wow, das ist cool, da freue ich mich drauf. Ja, okay, ich meine, ich esse schon gerne Pizza oder sonst irgendwas, aber es ist jetzt ja nichts Ja. irgendwie Nennenswertes. Also Ja, doch. Pizza ist total okay. Pizza ist total okay. Und von Getränken her, wenn du Schach spielst, trinkst du Wasser, Kaffee? Was sind da deine Vorlieben? Tee? Wenn ich Schach spiele, trinke ich eigentlich nur Wasser, also nichts anderes. Okay, stilles oder mit Kohlensäure? Geht beides, je nachdem. Aber wenn ich die Wahl habe, wahrscheinlich mit. Okay. Und abends nach der Partie? Kann man dich auch mal beim geselligen Bierchen erleben? Oder sagst du, nee, das ist nicht gut für den Kopf, das ist nicht gut für das Schachliche und das lasse ich lieber sein? Ja, also ich bin jetzt nicht der Typ, der oft irgendwie ein Bier trinkt abends. Also das ist, also Alkohol trinke ich sehr selten generell. Okay. Also zumindest jetzt nicht irgendwie jeden Abend oder so. Dafür bin ich nicht der Typ. Okay. Ich habe keine Ahnung, aber also ich habe jetzt nichts Besonderes, was ich nennen kann. Okay, also schon Sportler. Alles klar. Gut, dann noch ganz aktuell. Du hast gerade auch die Qualifikation im Weltcup gespielt in Magdeburg. Und wollen wir darauf mal kurz eingehen, dieses Hybridschach, weil das immer viele Leute auch fragen. Wie kann man sich das vorstellen? Würdest du sagen, die Partien sind relativ normal oder ist das schon sehr ungewöhnlich?
Du hast mit Brett gespielt, ne? Und Rechner. Oder hast du nur mit Rechner gespielt? Genau, ich habe mit Brett gespielt. Ich muss sagen, die erste Partie, als ich mich hingesetzt habe, ich habe mich nicht wirklich gefühlt, als ob ich eine richtige Partie Schach spiele, sondern vom Feeling war es eher so ein Lehrgang, weil wir halt alle in einem Raum sitzen und jeder an seinem Brett, aber halt ohne Gegner. Okay. Keine Ahnung, also mein Fall ist es nicht unbedingt. Also ich freue mich, wenn das das einzige Hybrid-Turnier war, was ich mitspielen musste. Ja, okay. Nee, kann ich gut nachvollziehen. Also lieber wieder over the board und da hast du ja auch jetzt schon die Kader-Challenge hast du ja mitgespielt und kannst du uns kurz schon verraten, was kommt als nächstes? Als nächstes kommt die französische Liga, da reise ich nächste Woche schon an, also in ziemlich genau einer Woche. Und danach natürlich der World Cup, für den ich ja den Freiplatz bekommen habe. Ich meine, ich habe bei dem Qualifier grauenhaft gespielt, aber ich habe irgendwie noch den Freiplatz bekommen aufgrund meiner Elo. Von daher, und da hoffe ich natürlich, also beim World Cup hoffe ich natürlich einfach, dass es irgendwie gut läuft. Und das ist natürlich halt ein super wichtiges und spannendes Turnier immer. Ja, absolut. Wie oft hast du denn schon mitgespielt im Weltcup? Bisher nur einmal, 2017. Okay. Das war damals in Shanti oder wo war das? Shanti-Mansiis? Das war in Tiflis. In Tiflis, okay, alles klar, also in Georgien. Okay, diesmal geht es nach Sotschi, ans Schwarze Meer, nach Russland und Arik Braun und Rasmus Zwane werden auch noch die deutschen Farben dort vertreten. Toi, toi, toi natürlich dafür, aber ja, du hast schon gesagt, wie viele Leute spielen da mit? Weißt du das? Weil du hast gesagt, vielleicht, ja. Ja, dieses Jahr sind es 206 Teilnehmer, die haben ja den World Cup erweitert. Okay. Und in der ersten Runde ist noch gar nicht klar, ob du da ans Brett musst oder ob du direkt einen starken Gegner kriegst. Ja gut, also nicht unbedingt einen starken Gegner, aber also die ersten 50 kriegen halt einfach spielfrei in der ersten Runde. Und ich bin halt ziemlich auf der Kippe. Ich glaube, es stehen jetzt 200 von 206 Teilnehmern fest und ich bin aktuell Nummer 50. Also Ah, okay. Und 50 haben erste Runde frei. Okay. Ja, das gut. heißt, wenn jetzt noch von den letzten sechs einer vor mir kommt, dann muss ich halt Wenn spielen in der ersten Runde, aber dann halt gegen den Letztgesetzten in dem Fall. Also wenn jetzt noch einer ein paar Elo-Punkte gewinnt in der Juli, bis zur Juli-Liste, dann ist er vor dir und sonst ist anders. Okay, alles klar. Nee, nee, also das wird schon mit der Juni-Liste gemacht, nicht mit der Juli-Liste, die Teilnehmerliste. Ach so, das ist schon fix. Also Okay, die ja. Elo-Zahlen sind schon fix, es fehlen halt nur noch ein paar Teilnehmer. Und woher kommen die noch? Es gibt halt, also es fehlen irgendwie noch ein paar Länder, die noch einen Spieler nominieren müssen und ich glaube noch zwei FIDE-Präsidenten-Nominierungen. Okay. Weil von den anderen Ländern kann man ja nicht unbedingt davon ausgehen, dass sie noch stärker sind als du. Ne? Also, dass sie vor dir in der Edelliste sind. Aber vom Na gut, es gibt FIDE-Präsidenten. noch China und Vietnam, die ihren Platz noch offen haben. Ah, okay. Ja, die Chinesen sind nicht so schlecht. Und Vietnamesen haben auch ganz schön draufgelegt. Aber die haben eigentlich nur einen Spieler, der mehr Elo hat als du. Aber gut. Ist er nicht Genau. auch, ist er nicht auch schon bald Amerikaner? Ich glaube, der ist auch bald schon Amerikaner. Ne? Aber gut. Dazu später Ja, ich weiß es auch mehr. nicht genau. Okay. Wollen wir mal so langsam ein bisschen was Schachliches machen? Du hast für uns eine ganz spannende Partie mitgebracht. Wir hatten uns vorher ausgetauscht, was Sinn machen würde, worüber man auch eine schöne Geschichte erzählen kann. Und da waren wir uns einig, dass wir eine Partie nehmen. Eigentlich, ich habe es als deinen Durchbruch in der Vorstellung eigentlich auch dargestellt. Du hast nämlich schon einige Turniere gewonnen und schon auch richtig kräftige Turniere. Und unter anderem hast du das Grenke Open gewonnen vor vielen sehr, sehr hochdotierten Großmeistern. Und da haben wir eine Partie aus dem Jahr 2016, wo du keinen geringeren als den Alexei Schirow niedergerungen hast. Und da muss man natürlich sagen, das ist natürlich bärenstark gewesen. Und ich gucke mal, ja genau, ich habe das Brett mal gedreht, damit wir das aus der richtigen Perspektive sehen, aus der Winner-Perspektive, aus der schwarzen Perspektive. Und das, wie gesagt, das war die achte Runde. Du kannst uns schon mal ein bisschen sagen, wie bis dahin das Turnier gelaufen ist, wie die Vorzeichen waren und ja, wie du in diese Partie überhaupt gegangen bist, mit welchem Gefühl. Ja gut, also bei dem Grenke Open, das ist ja ein sehr straffer Zeitplan. Also man hat ja immer die Doppelrunden, das heißt, es war jetzt auch nicht so viel Zeit, sich vorzubereiten. Das war, glaube ich, die Morgensrunde gegen Schirov. Ich hatte bis dahin 6 aus 7, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, ich war halt eben vorne mit dabei. Aber das war natürlich halt im Endeffekt, der Sieg war eigentlich das Entscheidende für den Turniersieg auch.
Aber gut, ich bin ja erstmal mit der Einstellung hingegangen. Ich meine, ich spiele mit Schwarz gegen Schirov und ich muss, glaube ich, nicht viel machen, um eine spannende Partie zu kriegen. Das macht er normalerweise von alleine, so wie man ihn kennt. Ja, und, schön. Ja, ich wollte einfach gucken, was passiert. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie den Plan, dass ich unbedingt gewinne, aber das natürlich versuche. Okay. Ja, fangen wir mal an. Also er hat mit E4 eröffnet, ist auch keine große Überraschung gewesen. Er sagt, gibt ja auch Fire on Board. Also du spielst Französisch. Du hast gerade schon gesagt, es ist auch immer wenig Zeit zur Vorbereitung gewesen. Deswegen hast du auch einfach hier deine Variante wahrscheinlich gespielt. D4, D5, so viel, da brauchen wir noch nicht viel zu sagen. Vorschussvariante, das war wahrscheinlich für dich auch noch keine Überraschung, oder? Nee, das spielt er eigentlich immer. Also das hatte ich halt auch noch kurz vorbereitet, aber ich habe mich, glaube ich, wirklich irgendwie 20 Minuten insgesamt vorbereitet auf die Partie. Also. Okay. Okay, er spielt C3. Für alle, die noch nicht so lange beim Schach dabei sind, also man macht hier eine schöne Bauernkette, ne, damit hier das Zentrum stark bleibt von Weiß. Weiß hat den großen Vorteil, dass er diesen Vorposten hat auf E5. Das heißt, der Springer kann da nicht hinziehen nach F6. Und auf der anderen Seite kann Schwarz aber hier auch sehr schön am Damenflügel agieren, hat hier natürlich schön Raum mit Springer C6 und gleich auch Dame B6. Das sehen wir auch hier. Jetzt hast du direkt Dame B6 gemacht. Und das ist noch der Hauptzug oder wird eigentlich mehr Springer C6 gespielt? Ja gut, es ist einfach Zugumstellung. Also ich glaube, Dame B6 verhindert halt den Zugläufer E3, auch wenn es jetzt keine wichtige Variante ist für Weiß. Okay, also hier kann Läufer E3 kommen. Okay, alles klar. Und dann ist Dame B6 eine andere Variante. Okay, du spielst Dame B6 sofort. Jetzt geht Läufer E3 nicht, weil es natürlich auf B2 direkt scheppern würde. Den Bauern D4 weiß nicht offen. So, deswegen Springer F3, Springer C6. Und dann eine Spezialvariante von Schirov ist dieses A3, ne? Ja. Also das hattest du dann noch vorbereitet, ja? Genau, also gut, A3 ist natürlich auch nach wie vor die Hauptfortsetzung hier in der Stellung, würde ich behaupten. Genau, und hier, hier gibt es drei Hauptzüge, ne? Es gibt C4, es gibt Läufer D7, es gibt A5. Und du hast dich natürlich für einen eher seltenen Zug entschieden. Du wolltest den Schirov hier schon überraschen, richtig? Ja gut, also F6 war damals halt damals zumindest noch eine relativ moderne Fortsetzung gegen Vorschuss Französisch. Heutzutage ist jetzt nicht mehr besonders modern, aber gut, A5, weiß ich gar nicht, ob das ein Hauptzug ist. Ich hätte sonst gesagt, also abgesehen von C4 und Läufer D7 sind halt noch Springer E7 bzw. Springer H6 die Hauptzüge. A5 gab es halt eine Variante sogar von Schirov gegen Arnand. Die ging dann weiter mit Läufer D3, Läufer D7, Rochade, Schlagen, Springer D4. Und dann Dame G4. Und die Partie war schon ein bisschen länger her, war beim Weltcup Neu-Delhi Teheran, ne? Das war auch der Weltcup. Und da die ist Remis ausgegangen. Ne? Und Läufer D7 hatte Schirov auch schon auf dem Brett in der Bundesliga und C4 hatte er auch schon auf dem Brett und hat da einen starken Sieg eingefahren. Aber gut, du sagst gerade schon selber, F6 war damals noch ziemlich überraschend und selten und du kanntest dich aber schon ganz gut aus. Hattest du das vorher schon mal gespielt? Bin mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig sicher. Also ich habe es wahrscheinlich irgendwo im Blitzen oder so gespielt. Ich weiß nicht, ob ich vorher schon eine klassische Partie damit hatte. Also für die Zuschauer... Aber ich glaube schon nicht. Ja. Also für die Zuschauer, der Zug macht natürlich total Sinn, weil er knabbert hier die Bauernkette an auf E5 und möchte halt da einen schwachen Bauern für Weiß hinkriegen. Und ja, man muss halt hier immer nur ein bisschen aufpassen, weil das natürlich auch ein bisschen hier die Stellung öffnet um den König F7. Hier, die Figuren sind noch nicht entwickelt. Deswegen muss man sich da schon ganz gut auskennen. Aber war wahrscheinlich psychologisch schon eine ganz gute Wahl, weil Schirov hat sich natürlich hier dann auch verpflichtet gefühlt, richtig schön nach vorne zu spielen. Er spielt jetzt B4. Hattest du damit noch gerechnet? Ja, ist einer der Hauptzüge. Also okay. Es gibt Läufer E2, Läufer D3 und B4, glaube ich. Okay. Und jetzt gab es hier eine Vorgängepartie mit F schlägt E5, B schlägt C5, Dame A5, Läufer D2, E4. Also sehr taktisch, man sieht schon, das war von Schirov gegen Dubov. Und du hast es aber anders gespielt, du spielst direkt C4. Du hast also eine andere Idee verfolgt, machst hier zu, der Läufer kommt nicht richtig raus und hast dich halt hier auf diese taktischen Geschichten erstmal nicht eingelassen. Ist also jetzt eher eine strategische Partie, oder? Kann man das so sagen?
Ja, gut, wobei die Stellung ist halt trotzdem super scharf und kompliziert. Also es wird sich halt taktisch auch sehr viel tun. Also ich weiß nicht, ob man das direkt als strategisch abtun kann. Okay. Also Läufer F4 kam, überdeckt den Bauern E5 nochmal. Er möchte da ganz gerne mit einer Figur wieder nehmen auf E5 und den Bauern auf D4 behalten. Jetzt kommt, hier gibt es auch A5, aber du hast hier eine Neuerung gespielt damals. Du hast den Springer von G8 nach E7 entwickelt. Macht für mich total Sinn, weil der möchte auch mal nach G6 gehen, wird dann halt den F4 nochmal angreifen und den E5. Bist du auf den Zug selber gekommen oder hattest du ihn auch noch vorbereitet? Ja, also Läufer F4 hatte ich nicht mehr vorbereitet. Ich glaube, wenn ich mich richtig entsinne, hat Schirow auch sehr viel Zeit für Läufer F4 verbraucht. Er hat bestimmt eine halbe Stunde hier überlegt oder so. Okay. Ich glaube, ich hatte nur Läufer E3 statt Läufer F4 angeguckt als Alternative. Okay. Aber Läufer F4 kannte ich nicht mehr, aber ja. Ja. Okay. Ja, Springer GE7. Und also das heißt, den hast du selber gefunden am Brett. Ja, also gut, ich weiß jetzt nicht, ob es der beste Zug ist. A5 ist natürlich auch spielbar, aber dann kommt halt Springer BD2 und man muss sich trotzdem irgendwie entwickeln. Also. Ja, also A5, Springer BD2 und dann Springer GE7, H4. Gibt es auch, ist eigentlich auch ein bisschen ähnlich, ne? Gut. Ja, die Frage ist halt, wann es halt Sinn macht, diesen Einschub A5 zu machen. Und das fand ich halt am Brett extrem schwierig einzuschätzen. Absolut. Aber ich habe mich dann einfach für Springer E7 entschieden und. Ja, kann ich gut nachvollziehen, dass es nicht einfach ist. So, jetzt hast du direkt genommen auf E5. Und jetzt Genau. hat Schirow wieder genommen. Und zwar mit einem Bauern. Die Alternative war natürlich, hier mit dem Springer zu nehmen. Springer schlägt, Läufer schlägt. Ich dachte halt, er wollte lieber hier mit der Figur spielen auf E5. Und ja, hast du das mal ein bisschen analysiert, ein bisschen angeguckt oder wie die Stellung Ja ist? gut, ich habe mir halt auch während der Partie irgendwie überlegt. Ich wusste auch überhaupt nicht, ehrlich gesagt, wie er wieder nimmt auf E5. Das war für mich sehr schwer einzuschätzen. Ich meine, sieht irgendwie logisch aus, mit der Figur wieder zu nehmen, aber jetzt habe ich vielleicht Springer G6, glaube ich. Und wenn der Läufer wegzieht, Läufer D6 und dann kann ich mich vielleicht schnell entwickeln. Jetzt haben meine Figuren halt mehr Felder. Okay. Ich denke, das ist durchaus okay für Schwarz. Okay, gibt es hier so einen Zwischenzug nach Läufer G3, Läufer D6, wie H5? Ja, gut, muss man sicherlich überlegen. Aber zur Not gehe ich zurück nach E7, vermute ich. Okay. Nach F4 könnte ein bisschen komisch aussehen, aber ich kann nach E7 zurück und. Also, jetzt hat Weiß halt ein bisschen das Problem, dass er irgendwann auch ein bisschen Zeit braucht, seine Leichtfiguren zu entwickeln. Ich meine, klar, der Springer kommt irgendwann nach F3 wahrscheinlich, aber. Ja. Gut, es ist halt auch sehr scharf, die Stellung. Also, wenn Weiß natürlich irgendwann Springer nach E5 kriegt und ich kein Gegenspiel habe, stehe ich sehr schlecht, aber. Ja, Weiß muss halt gucken, wie er das timet. Also. du willst ja wahrscheinlich schnell E5 spielen, ne? Ja. Genau, das ist der Punkt. Und wenn jetzt Läufer D6 damit D6 kommt, ist es schon gar nicht so leicht, E5 zu verhindern irgendwie. Ja, er hat keine Zeit für F4. Dame E2 Genau, macht Dame man E2 eigentlich. sieht komisch aus. Sieht falsch aus, ja. Ja, okay. Okay, die Alternative ist auch hier wieder mit A5 spielen. Und ja, sowas wäre halt auch möglich. Dann hier so ein wildes Opfer. Aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber wahrscheinlich hast du selbst solche Varianten auch mal in der Partie gerechnet, ne? Also auf sowas muss man auch Klar, ich immer. meine, ich habe auch sowas überlegt, aber es ist halt auch sehr schwer einzuschätzen, ob man genug Spiel hat oder nicht. Also das ist halt, die ganze Stellung ist sehr kompliziert, finde ich. Also. Ja. Okay, er spielt D schlägt E5, dadurch bleiben natürlich optimal viel Figuren auf dem Brett. Mehr geht nicht und ist natürlich auch schwierig. Und jetzt hast du A5 gespielt. Okay, das ist ein sehr starker Zug, weil jetzt droht natürlich auf B4 zu nehmen und der A1 hängt durch und er muss eigentlich den Springer entwickeln nach D2, das macht halt Sinn. Du nimmst einmal raus auf B4. Und es wird wieder genommen, Turm schlägt, Dame schlägt. Und jetzt kommt Springer G6 auch wieder mit Tempo. Der Läufer muss nach G3. Und ja, jetzt hast du dir gesagt, zack. Wenn nicht jetzt, wann dann? Und bist hier auf den Bauern draufgegangen, ne? Genau, das war im Prinzip auch bei A5 schon alles vorgeplant, weil die Züge ja irgendwie alle mehr oder weniger forciert waren bis hierhin. Ja. Und hier war es halt wichtig zu rechnen, dass H5 und B5 ich halt, egal nach welchem Bauernzug, auf E5 nehmen kann, weil das sieht ein bisschen tricky aus wegen der Fesselung, aber es geht halt alles taktisch gerade so für mich. Ja, gehen wir einmal rein in die Stellung.
In der Partie kam ja B5, deswegen gucken wir uns erst die anderen Stellungen an. Ein wichtiger Zug ist natürlich auch ja, Dame A8 und den muss man natürlich auch gucken, ne? Weil jetzt kannst du natürlich auch nicht auf E5 nehmen, weil der C8 durchhängt. Genau, ja. Weißt du noch, was du hier spielen wolltest? Ja, ich denke, ich habe auch B5 in der Partie überlegt, weil ich meine, also klar, das Problem ist, wenn ich jetzt irgendwie Läufer E7 ziehe, kommt H5 und mein Springer müsste nach F8, wo er halt nicht hin möchte. Mhm. Aber ich kann halt B5, Dame B7 machen und dann kriege ich die Dame halt wieder rausgeschmissen und dann verbraucht Weiß auch sehr viel Zeit hier. Das ist halt im Endeffekt auch nicht so gut für Weiß. Ich meine, jetzt nach H5 muss ich auch nach E7 zurück mit dem Springer, aber das ist auch nicht so schlimm, dann kann er vielleicht nach F5. Ja, gefällt mir auch für Schwarz. Also hier ist eine starke Bauernbastion. Und Dame 8 war natürlich die Idee, danach B5 folgen zu lassen. Und da kommt er natürlich nicht hin. Genau, jetzt ist meine Stellung relativ stabil und Weiß braucht jetzt auch lange, um sich zu Ende zu entwickeln. Also die Alternative war noch, wenn er nach A4 gegangen wäre mit der Dame. Halt auch mit B5 Ideen, B6. Hm? Dann kannst du, weißt du noch, was du hier spielen wolltest? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr entsinnen. Gut, die erste Frage, wer kann die Läufer D7 machen oder kommt dann Dame A8 Schach oder... Also Läufer D7 sieht halt auf den ersten Blick für mich sehr natürlich aus. Ja. Jetzt ist das B5 nicht mehr gefährlich, weil du jetzt kannst du wieder nehmen auf E5. Ich vermute mal, ja. Das droht nichts. Also wenn, dann muss er jetzt Schach geben. Und jetzt wollt ihr die Dame nach C8 stellen, oder? Ja, vielleicht, dass ich... Also C8 oder B8, aber... Also ich glaube, Damentausch ist generell nicht schlecht für mich, weil meine Struktur ganz gut ist, aber... Ja, langfristig ist der Bauer C3 hier sehr schwach und der E5 wahrscheinlich auch. Und H5 ist halt nicht so schlimm, weil der Springer immer E7 immer nach F5 kann. Ja, gefällt mir eigentlich auch gut für Schwarz. Ja, schön. Okay. Deswegen in der Partie kam B5. Und jetzt hast du natürlich den Federhandschuh aufgenommen, hast geschlagen. Das hattest du vorher schon gerechnet, hast gesagt. Und jetzt wird es natürlich extrem taktisch. Er spielt jetzt B6. Hier ist die Ablenkung, ne, von der B5. Den musstest du natürlich vorher berechnen. Und jetzt bist du einfach nach B8 gegangen. Und ja, jetzt, gut, ich habe auch nicht so viel Wahl. Und jetzt geht das Feuerwerk weiter von ihm. Und bam, da schlägt der Läufer rein auf C4. Hattest du den auch schon kommen sehen bei A5? Oder war das eine kalte Dusche? Also ich habe den Zug, ich weiß nicht, ob ich ihn bei A5 kommen sehen habe, aber ich habe ihn spätestens, als ich damals C7 gemacht habe, kommen sehen. Ich meine, wir haben hier auch noch ein paar Minuten verbraucht, das ist nicht so, dass wir hier alles runtergeblitzt haben. Aber also Läufer C4, als er jetzt kam, war keine kalte Dusche mehr, aber ich weiß nicht mehr genau, ab wann ich ihn gesehen habe. Ja. Gut, spätestens als er B5 gemacht hat, war mir halt klar, was seine Idee ist, weil er muss ja irgendeine konkrete Idee haben und sonst verliert er einfach einen Bauern. Also habe ich schon gesehen, dass B6 Läufer C4 seine Idee ist. Also hier darf man natürlich nicht schlagen. Und okay, jetzt ist gar nicht Springer C der stärkste Zug, weil dann könntest du Springer D3 Schach geben. König D2 und dann Springer F4. Da ja, halt auch das sehr gefährlich aussieht für Schwarz, finde ich. Also Dame A7 sieht auch stark aus. Läufer D6. Also ihr seht schon, liebe Zuschauer, hier, was hier alles abgeht. Das sind natürlich Monstervarianten und gerade das Richtige für Schirov. Aber Matthias hat uns ja gezeigt, dass er hier gut mithalten kann und du hast einfach einen coolen Zug gemacht. Du hast einfach gesagt, oh, okay, hast halt den C4 gewonnen. Das macht mir nichts. Ich habe höchste Priorität. Ich bringe meinen Läufer raus und drohe jetzt mal kurz Rochade, meine Entwicklung abzuschließen und habe hier E5 schön unter Kontrolle und ist alles gut. Ne? Okay. Dann kam von ihm, ach ja, Schach auf B5 kam, weil jetzt drohtest du natürlich auf C4 zu nehmen. Dann hast du den Läufer dazwischen genommen. Genau, also Läufer B5 Schach ist halt auch sehr natürlich, weil er will jetzt halt wenigstens versuchen, dass mein König in der Mitte bleibt. Weil ich meine, wenn ich noch operieren könnte, stehe ich wahrscheinlich klar besser, weil seine Bauern alle extrem schwach sind. Das heißt, sein ganzes Spiel basiert darauf, dass er meinen König jetzt irgendwie in der Mitte behalten kann. So, und hier hätte er wahrscheinlich nehmen sollen auf D7.
Und weil König D7 ist, glaube ich, sehr gefährlich wegen C4 hier. Und Ja, also ich hätte auf jeden Fall mit dem Springer genommen. Also. er hat es mit dem Springer genommen, ganz klar. Und da muss man einmal hier die Variante durchrechnen. Schach, Dame A8 Schach, Dame B8 ist erzwungen und dann vielleicht Dame A3. Verhindert die Kurzrochade, aber wahrscheinlich Gut, dann kannst kann du. ich auch Dame E5 Schach geben und dann ist der weiße König auch irgendwo in der Mitte des Brettes erstmal gefangen. Ja, und ich glaube, du kannst auch dann König F7 spielen und die künstliche Rochade machen, ne? Ja, vielleicht auch sofort König F7, das stimmt. Ich weiß nicht, ob zuerst König F7 oder erstes Schach. Ja, es ist auf jeden Fall total okay. Und dann kommt der Turm nach C8 Ja. und dann hat er Probleme wieder mit dem C3 und ja. Also da muss ich Schwarz auf jeden Fall nicht grämen. Ne? Bauern hast du auch nicht weniger. Ja, ist alles ausgeglichen. B6 ist auch eher schwach jetzt. Ja, okay. Und er hat genommen auf E5. Genau, er hat genommen auf E5 und Dame A4, wenn ich mich richtig entsinne. Genau, hat den Druck erhöht hier gegen D7. Jetzt hast du den rausgenommen und König E7 Ja, jetzt habe ich aber gespielt. nicht so viel Wahl. Naja, nee, das war Pflicht. Und jetzt ist eine sehr interessante Stellung gekommen. Jetzt bleibt halt dieser Läufer gegen diesen Springer übrig. Und ja, wer ist stärker? Wenn jetzt Springer F3 kommt, dann nimmst du wahrscheinlich wirklich C3 mit Schach raus und ziehst danach den Läufer wieder zurück oder spielst direkt Turm C8. Und er hat jetzt Rochade gemacht. Genau, und ja, also ich glaube, die Stellung ist halt grob ausgeglichen laut Engine. Ich meine, während der Partie war ich mir halt völlig unsicher, wie es ist. Aber ich habe mich eigentlich nicht so unwohl gefühlt, weil der König auf E7 sieht zwar ein bisschen luftig aus, aber es ist auch nicht leicht für Weiß, irgendwie wirklich einen Angriff zu starten. Also mir gefällt es schon besser für Schwarz, weil der Läufer ist schon sehr stark. Aber man muss natürlich immer gucken, wie so Sachen mit C4 sind und Genau. ob das halt gut ist für Weiß auf einmal. Hat auch gemacht, genau. Genau, und so kam es Und halt auch. jetzt hast du natürlich nicht genommen wegen Springer C4 und der Läufer wäre weg. Hast Turm C8 gemacht. Und ja, wenn er jetzt nimmt auf D5. Denke dann Dame D5 wahrscheinlich. Das droht jetzt Springer und Dame und hier das Tauschen. Dann hast du auf einmal einen starken Freibauern, weil Ja, das hier, Endspiel ist bestimmt klar besser für ne, Schwarz. da gehst du einfach nach D6 und hier, da spielt nur noch einer. Und das ist der Schwarze. Der D-Bauer geht rüber, der B6 ist schwach, also das wäre fantastisch. Ja. Okay, er hat einen besseren Zock gemacht, der hat Turm E1 gemacht. Und du hast Turm C5 gemacht, der ist auch stark. Greift die Dame an. Ja gut, hätte den Punkt D5 irgendwie nochmal überdecken, weil wenn sich die E-Linie öffnet, wäre das ein bisschen schlecht für mich. Ja. Okay, und hier federt die Dame zurück nach B1. Genau, greift halt H7 an. Und ich glaube, wir kamen jetzt auch beide schon in ziemliche Zeitnot. Und beim Grenke Open, das ist ja eins der letzten Turniere, wo es halt noch ohne Inkrement gespielt wird. Das heißt, es ist halt eben noch eine richtige Zeitnotphase. Ah, okay. Also da geht es richtig zur Sache. War natürlich eine schöne Zuschauertraube um euch herum. Und das war natürlich spannend, dass hier deutscher Nachwuchs da. Da warst du ja gerade mal 18 noch. Du bist ja vom 18. 18, ja, du bist ja vom 18. April. Das heißt, Genau. im März warst du noch 18. Ja, hast du mit 18 Scherhoch geschlagen. Cool. Dame B1 zurückgefedert, greift auch hier H7 an. Und du bist jetzt cool geblieben, hast dich hier nicht um H6, G6 irgendwas gekümmert, um den Bauern, sondern bist hier mutig mit dem Läufer rein nach C3. Ja, ich Wow. dachte auch ehrlich gesagt, ich muss so spielen, weil irgendwie H6 oder G6 sahen beide sehr schwächend aus und wenn Weiß halt Zeit bekommt und auf D5 nimmt und Springer F3 macht, dann sieht die Stellung halt angenehm aus für Weiß, sogar schon fast. Genau, wir Also. können das noch einmal kurz zeigen für die Zuschauer. Also H6 wäre die Alternative. Und dann hast du gerade gesagt, CD. Turm D5 vielleicht, Springer Und Springer F3. F3 vermute ich Ja, mal jetzt und. hängt E5 und die Dame droht hier Und auch mal das Feld rein. G6 ist für die Dame da. Dame G6 hier rein und dann ist auch E6 auch noch ein bisschen Druck. Aber das ist auf jeden Fall gefährlich, die Stellung. Die ist sehr gefährlich für Schwarz. Und Ja, also Läufer jetzt ist C. mein König auf E7 wirklich unsicher. So, Läufer C3. Und Schirov nimmt natürlich an die Herausforderung. Bam. Schlägt hier. Schlägt auf G7. Und ja, konntest du wahrscheinlich nicht alles ausrechnen, wie du da rauskommst, aber du hast einfach gedacht,
Der Läufer ist schon stark, obwohl der Harbour natürlich auch saugefährlich aussieht. Aber ja, ich konnte es halt nicht wirklich ausrechnen und habe halt einfach gedacht, ich nehme die Figur raus und wenn es halt irgendwas gibt, dann lasse ich es mir halt zeigen, aber ich habe halt nicht gesehen, was konkret gehen soll für Weiß. Also jetzt kann natürlich ein Killerzug erstmal Turm A1, der droht Turm A8 und Turm C8, dann dazwischen dann Dame G8 und wäre der Turm weg oder matt. Und jetzt hast du aber dich stark verteidigt, Dame E7. Jetzt kommt auf Turm 8 einfach König D7 und dann droht hier unten kein Matt. Dann kannst du wahrscheinlich sogar Kohle auf C4 nehmen. Also er hätte jetzt hier Schach geben müssen auf H8. Genau, das war das, was ich während der Partie versucht habe einzuschätzen. Also es gibt halt eine relativ forcierte Variante. Er gibt auf der 8 einen Schach. Ich muss König D7 machen, weil Dame E8 wegen Turm A8 nicht geht. Ja. Und dann Dame B8 oder Dame A8 von mir aus, aber ich glaube, ich habe Dame B8 irgendwie immer gedacht. Ja. König C6 und jetzt Schach auf C8. König B6, Turm B1. Ich muss nach A7, weil sonst ist auf A8 matt. Und jo. Dann Turm schlägt B7. Ah, das hast du ausgerechnet? Wow, cool. Ja, das Problem ist, ich konnte die Stellung nach Turm B7, Dame B7, Dame C5 überhaupt nicht einschätzen. Ich meine, die Engine sagt, das ist Remis oder halt kompletter Ausgleich. Aber ich wusste halt während der Partie gar nicht, wie die Stellung einzuschätzen ist. Aber ich. Na, sehr schwer. Und dann in Zeitnot, klar, verstehe. Okay, aber er geht natürlich hier auf den vollen Punkt, wie man Schirow kennt. Vielleicht hat er es auch nicht ausgerechnet, aber er hat einfach mal die Damen auf dem Brett halten wollen und die Türme. Und Dame E5 sieht ja auch erstmal richtig böse aus, weil es droht ja auch wieder Turm A8 und dann vielleicht Turm B8 oder wie immer. Ja, ich vermute, es war irgendeine Art von Einsteller Dame E5, weil das funktioniert halt einfach nicht richtig. Ja, das ist ein Fehler, ja. Okay, aber du bist jetzt nach Turm schlägt C4, hast du einfach gesagt, ich nehme den Bauern mit. Und ja gut, aber jetzt sieht man natürlich auch an seinem nächsten Zug, dass da was schiefgelaufen ist, ne? Weil jetzt Turm A8 funktioniert anscheinend nicht richtig. Können wir ja mal reingucken. Ja gut, Turm A8 habe ich halt König D7 und dann hat er keinen Schach mehr. Und Dame B8 habe ich halt Turm C8. Also irgendwie, ich weiß nicht, er hat wahrscheinlich das war wahrscheinlich irgendein Einsteller von ihm, dass er irgendwas hier falsch eingeschätzt hat oder falsch gesehen hat. Entschuldigung, wer jetzt Dame B8 macht, geht doch nicht Turm C8? Ja, ich meinte nach sofort Dame B8 habe ich Turm C8 statt Turm A8. Achso, okay, alles klar. Ja. Je nach Dame B8 habe ich Turm C1, Dame H4 matt. Das ist. Oh ja, das können wir mal einmal kurz gucken. Turm C1. Der weiße König sieht zwar sicherer aus, aber. Ja, das ist Schachmatt. Dame H4, sehr schön. Ja, das beendet die Partie. Und deswegen hat er jetzt erstmal G3 gemacht. Okay, das heißt natürlich, er hat hier noch die schöne Bauernkette. Er kann auch träumen, dass der Harbour mal stark wird. Und dass dein König noch schwach ist. Also jetzt ist der weiße König natürlich wieder ein bisschen sicherer. Aber du bist hier, hast das ganz souverän nach Hause gebracht, hast einfach Läufer C3 gemacht, hast den Läufer wieder auf die richtige Diagonale gebracht. Da hat er halt jetzt was zu tun, weil hier nach F4 kann er ja nicht mehr, weil der Bauer G3 ja da auch steht. Und Turm A8, Schach, König D7, Dame E2, Läufer D4, ja. Einfach sehr souverän. Jetzt den B6 auch noch angegriffen. Und hier bist du auch wieder cool geblieben. König, er geht einfach hoch. Und er hat ja auch hier keinen Schach auf B2. Das heißt also hier, selbst nach Turm C8 kannst du nehmen. Genau, und das hier bringt ja wahrscheinlich auch nicht so viel. Ich meine, im schlimmsten Fall spielst du E5, ne? Ja, hast du einfach eine Figur. Was genau? Nein, das sollte, denke ich, irgendwie gewonnen sein. Das sieht sehr, sehr stark aus. Der B-Bauer wird das Rennen machen und Dauerschach hat er auch nicht. Und deswegen hat er jetzt hier H5 noch versucht. Aber du hast einfach den B6 eingesammelt. Er hat den H-Bauer noch weiter gepusht. Der Harry, mal gucken, was der noch kann. Aber jetzt hast du Dame C7 gemacht, hast nochmal den Turm angegriffen. Und G3 halt. Au, Dame G3 droht ja ganz böse. Ja, Dame G3 und dann ist er wieder matt auf C1. Also muss der Turm eigentlich rübergehen nach G8. Und jetzt hast du mit Turm C2 natürlich nochmal Druck gemacht gegen F2. Einziger Zug, Dame schlägt E6. Aber das hattest du vorher schon gerechnet. Jetzt gehst du nach A7 und er kann seine Probleme hier nicht mehr lösen. Auf F2, der ist jetzt einfach weg, weil mit dem Turm kann er auch nicht decken, weil du gerade schon sagtest richtig, Dame G3 hängt. Und er hat jetzt noch genommen auf D5. Aber nach Läufer F2, König F1...
Bist du einfach nochmal zurück. Und hier passt wieder alles, ne? Der Turm passt hier auf A2 auf, der Läufer auf A5. Nach A8 kommt er auch nicht, kann er noch so viel träumen. Und das war der 40. Zug, das heißt, die Zeitkontrolle war geschafft. Und nun ist halt der weiße König einfach zu schwach. Und nach Turm G7 ist er jetzt auch ins Matt gelaufen. Du hast Turm F2 gemacht und egal, was er macht, ja, ist ein schönes Matt auf C1. Ja. Oder Dame weg. Oder ja, nee, es wird matt. Dame C1, Dame D1. Also das können wir noch eben zeigen. Ja, das wird auf jeden Fall matt. Das wird auf jeden Fall matt. Also hier kann die Dame noch dazwischen, aber dann kommt Dame E3 und Dame E2. Sehr schön. Also sehr starke Vorstellung. Vor allen Dingen eine sehr mutige Vorstellung auch von dir. Hier mit offenem Visier gegen Alexei. Aber das hast du ja auch schon sehr gut eingeschätzt vor der Partie. Hast du ja gesagt, du musst eigentlich nicht viel tun. Das wird eine spannende, offene Partie. Und er wird dich sowieso schon anrennen. Und hat es ein paar wichtige Entscheidungen zu treffen. Das Beste, was er hatte, war halt in dieser Einstellung, die wir gerade hatten, mit Dame H8 Dauerschach zu geben. Das wäre dann auch okay gewesen, aber so hast du halt den ganzen Punkt gemacht und standst dann bei 7 aus 8. Und kannst du uns noch mal kurz sagen, dann gab es in der letzten Runde, hast du noch gegen Markus Ragger gespielt aus Österreich. Da hast du dann noch mal weiß und dann hast du einfach Remis gemacht und warst alleiniger Erster, oder? Mit 7,5. Nee, ich war nicht alleiniger Erster. Okay. Aber ich war halt extrem nervös, weil ich hatte eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich bei dem Turnier um Turniersieg mitspielen kann. Und ich habe mit Weiß die Eröffnung nicht wirklich gut behandelt und habe dann eher geguckt, dass ich irgendwie Remis spiele und einfach. Ich meine, ich wusste, dass ich mit dem Remis halt mindestens geteilter Erster bin. Und irgendwie war ich in dem Moment nicht unbedingt in der Lage, noch eine Partie zu spielen. Ich meine, das war halt direkt nach der Partie, nach der ich war immer noch ein bisschen fertig nach der Partie gegen Schirov und. Ja. Dann habe ich lieber Remis gemacht und hatte ein bisschen Glück mit dem Buchholz. Aber das macht ja auch was mit einem, ne? Weil das ist ja Adrenalin pur. Und dann auch gegen so einen Mann, der ja auch schon Nummer 2 der Welt war, zu gewinnen, das ist natürlich ganz fantastisch. Okay, das war dann die Eintrittskarte für dich zum ersten Grenke Classic in 2017, wo du auch 2018 auch noch spielen durftest. In Dortmund hast du dann auch gespielt. Sag mir mal kurz, wie viel von diesen Top-Super-Großmeister-Turnieren hast du jetzt mittlerweile gespielt? Also zweimal Classic und einmal Dortmund auf jeden Fall. Dortmund. Ja, ich glaube, an Super-Turnier mit klassischer Bedenkzeit war es das, wenn ich jetzt nichts vergesse. Okay, und jetzt in jüngster Vergangenheit hast du gesagt, diese Carsten-Challenge. Was würdest du dazu sagen? Wie war da deine Erfahrung? Das war dann eigentlich noch stärker von Gegnern, obwohl viel stärker geht es eigentlich nicht. Aber ja gut, von den Gegnern war das schon noch stärker, aber es war natürlich Schnellschach, deswegen ist es irgendwie schwierig zu vergleichen mit anderen, mit klassischen Turnieren. Ja. Gut, und es war für mich halt auch das allererste Turnier dieser Art, während die anderen das halt gefühlt schon alle ein paar Mal gemacht haben, diese Schnellschachturniere in ein paar Tagen. Ja, ich meine, klar, es war halt in dem Feld sehr schwierig für mich, irgendwie großartig was zu reißen. Ich würde sagen, ich habe mich nicht unfassbar schlecht geschlagen, auch wenn ich gerne irgendwie mehr Punkte gemacht hätte. Ja, das ist ja klar. Aber die Frage ist ja, ob du da an deine Grenzen gestoßen bist, ob du sagen würdest, okay, die Jungs sind echt noch mal eine ganze Ecke stärker. Oder wie du das generell jetzt einstufst, nachdem du diese drei Superturniere im klassischen Schach gespielt hast und jetzt diese eine im Schnellschach. Was würdest du sagen? Hat das eher dein Ehrgeiz geweckt oder hast du gesagt, wow, die sind echt so viel weit besser? Ich mache mal schön mein Studium hier und ist alles gut, mir geht's ja gut. Nee, klar, also es weckt auf jeden Fall den Ehrgeiz, weil ich meine, man möchte halt eben einfach möglichst viel Punkten auch gegen solche Leute und ich habe zumindest in den Partien gemerkt, dass es jetzt nicht so ist, dass ich überhaupt keine Chance habe oder sonst irgendwas. Also cool. Ja, ich habe normalerweise schon auch immer gut mitgehalten. Ich meine, das Problem ist halt irgendwie häufig ganz am Ende gibt man dann meistens noch eher Punkte ab, als dass man sie holt gegen diese Leute, weil sie halt eben bis zum Ende halt irgendwie super stark kämpfen meistens. Aber also definitiv hat das natürlich nur den Ehrgeiz geweckt, solche Turniere mitspielen zu können und war natürlich eine super Erfahrung immer. Okay, du hast uns gerade schon verraten, du bist schon im Masterstudiengang und bist in Bielefeld. Wann wirst du das abschließen? Kannst du das schon absehen? Wann ist das anvisiert? Also es ist zumindest der Plan, dass ich nächstes Semester die Masterarbeit schreibe. Okay, nächstes Semester ist also das Wintersemester und dann wärst du im Frühjahr fertig.
Und hast du schon einen kleinen Ausblick für dich selber gesagt? Willst du dann nochmal richtig angreifen? Willst du dann die 2-7 packen oder würdest du dann schon eher Richtung zivilisierten Beruf dich unterwegs machen? Also gut, so wie ich im Moment da stehe, schachlich, wollte ich eigentlich schon noch gucken, dass ich zumindest gerade, wenn es mit Corona besser ist und man auch wirklich Turniere spielen kann, dann wirklich mehr Zeit für Schach zu investieren und Schach zu spielen. Ja. Und dann halt nochmal zu gucken, was geht. Und wenn es halt eben nicht sein soll, dann kann ich immer noch irgendwie einen normalen Job anfangen. Ja. Ja, ich hoffe halt einfach, dass die Corona-Lage jetzt wirklich besser wird und dann gerade halt ab dem nächsten Jahr man mehr oder weniger normal spielen kann. Aber es wird sich natürlich halt in den nächsten Monaten noch zeigen. Ja. Aber klar, mein Ziel ist aktuell 2-7 und ich meine, ich spiele jetzt auch ein paar klassische Turniere, deswegen werde ich jetzt ja auch in den nächsten Turnieren auch ein bisschen sehen, wo ich stehe. Absolut. Und halt mal gucken, was geht. Absolut. Ja, das hört sich alles schon ganz gut an. Und das heißt so, ab März dann nächstes Jahr, dann bist du befreit, ohne Studium und dann kannst du nochmal richtig durchstarten. Okay, erzähl uns noch ein bisschen was Altes. Also du spielst für Deutsche Saison natürlich in dem Superclub in Deutschland mit den ganzen Nachwuchstalenten. Kannst du uns ein bisschen da noch erzählen? Ihr habt ja jetzt auch den Europapokal, gerade der Landesmeister gewonnen. Seit wann spielst du für Deutsche Saison? Wie kam das zustande? Weil du warst ja auch schon sehr gut aufgehoben in Bremen und hast dich aber dann doch zu diesem Schritt halt entschieden, nach Deutsche Saison zu gehen. Wie kam das? Hast du da einfach mehr Perspektiven gesehen oder hast du einfach gesagt, ja, da spiele ich dann doch mehr mit meinen Freunden? Oder hast du gesagt, ja, das ist nochmal eine andere Möglichkeit? Oder wie kam das zustande? Kannst du uns das ein bisschen... Ja gut, also im Prinzip wurde ich halt 2017, nachdem ich auch das erste Kränke Chess Classic gespielt habe, von dem Sven Noppes, der ja der in Baden-Baden und da jetzt auch halt sehr viel macht, eben angesprochen. Ja. Und im Endeffekt habe ich halt entschieden oder zumindest gehofft, dass es mich schachlich weiterbringt, weil es war halt eben schon damals der Plan, dass wir eben dieses Team in Deutschland praktisch mehr oder weniger als halbe deutsche Nationalmannschaft planen oder zumindest mit sehr vielen deutschen Nachwuchsspielern. Ja. Und ich fand das ganze Konzept halt interessant. Ich meine, ich fand es irgendwie auch sehr schade, Bremen zu verlassen, weil ich mich da sehr wohl gefühlt habe und das eigentlich auch alles gut lief, aber ich habe dann halt mich irgendwann dazu entschieden, doch zu sagen, okay, ich versuche das mit Deutschland und kann jetzt auch bei Deutschland absolut nichts Negatives sagen. Also. Nee, wollte ich auch sagen, ne? In Bremen hast du dich sehr wohl gefühlt, hatte ich auch so den Eindruck und die Bremer machen da auch eine super Arbeit. Jetzt haben sie nochmal neuen Schwung gekriegt, auch mit dem Johnny Karlstedt. Und die sind da auch auf einem super Weg, aber in Deutschland ist natürlich schon was Besonderes in Deutschland. Da muss man einfach sagen, da ist die Jugendnationalmannschaft zusammen mit allen, egal ob es jetzt der Alexander Donchenko ist oder Vincent Keimer, jetzt auch natürlich der absolute Jungstar. Und Dimitri Kollas ist ja auch hingegangen. Und auf der anderen Seite habt ihr auch mit Georg Mayer Arrivierten dabei. Und auch die anderen Klassiker hier mit Peter Leko und so, das kann ja auch nur befruchtend sein und nach vorne gehen. Und selbst Peter Heinelissen und so, da sind ja auch noch andere, oder Rustem Dautov darf man ja auch nicht vergessen, ne? Da sind ja echt auch viele tolle Leute in der Mannschaft und ist eine schöne Mischung dann, absolut. Oder ja. Der Kojul auch, ist auch so ein Zocker und so ein Kämpfer vor dem Herrn, da kann man auch ein bisschen Kampfgeist noch mitkriegen und so, finde ich auch gut. Also von daher, da fühlst du dich wohl und da denkst du auch, da geht noch einiges, habt ihr jetzt auch bewiesen durch den Sieg beim Europapokal der Landesmeister. Kannst du selber sagen, was für dich bis jetzt der größte Erfolg war in deiner schachlichen Karriere? Für dich persönlich, wo du sagst, boah, ja, das war wirklich wow. Ich würde schon fast zu dem Sieg beim Kränke Open 2016 tendieren. Also das war zumindest halt irgendwie das, was mich sicherlich deutlich irgendwie nach vorne gebracht hat, weil ich dadurch mein erstes Superturnier bekommen habe. Ja. Also ich denke schon, dass das irgendwie insgesamt der größte Erfolg war. Sehe ich auch so. Deswegen haben wir auch genau die richtige Partie heute ausgesucht und dann noch so eine tolle Partie gegen Alexej Schirow. Also da brannte wirklich das Brett und da war wirklich ganz viel drin. Und da könnt ihr auch mal sehen, einfach mal mit offenem Visier spielen und nicht versuchen, hier abzuklammern oder ängstlich was zu machen, sondern einfach eure Chancen nehmen. Und der Matthias hat gerade in den richtigen Momenten, habt ihr auch gesehen, einfach zugebissen. Und das zeichnet natürlich auch die Klasse dann aus. Ich hatte vorhin schon gesagt, du bist zu einem der kämpferischsten Spieler auch gewählt worden. War dir das selber so bewusst? Weil ich kannte dich eigentlich auch immer als sehr soliden Spieler und war das erste Mal überrascht, als ich das gehört habe. Aber eigentlich, wenn ich mir deine Partien so genau angucke, ich habe es ja auch schon am eigenen Leib erfahren dürfen, du knetest ja dann auch bis zum Ende, auch wenn ein Turmspiel mal eigentlich Remis sein sollte, hast du dann auch souverän gewonnen. Und von daher, war dir das so bewusst, dass du so zu diesen kämpferischen Typen gehörst oder warst du auch ein bisschen überrascht, als du die Tabelle gesehen hast? Also ich hab da jetzt nie wirklich exakt drüber nachgedacht. Ich meine, es gibt natürlich einige Spieler, die man damit verbindet, dass sie sehr viel Remis spielen.
Dazu zähle ich mich halt definitiv nicht. Ja. Gut, also klar, man kann halt sagen, dass ich vielleicht solide spiele, aber ich mache halt relativ selten irgendwie früh Remis. Also ich kämpfe meistens die Partien einfach aus und ich glaube, das macht immer nicht viel. Aber ich hätte mich jetzt sonst nicht irgendwo konkret einordnen können und ich weiß natürlich auch nicht, wie genau diese Liste ist. Ja. Aber nee, ja, ich natürlich trotzdem schön, da vorne zu stehen. Also habe ich ja auch beim Tegernsee Masters so erlebt. Also du kämpfst eigentlich alles aus und Kurzremis gibt es bei dir nicht und von daher kann man dich auf jeden Fall gut einladen. Für ein schönes Turnier kann ich ein Turnier aus Saturn nur empfehlen. Du hast uns schon einen kleinen Ausblick vorhin gewährt. Französische Liga, da spielst du für Mulhouse. Kannst du uns schon verraten, welche Spieler da um dich herum sind? Ist das eine starke Mannschaft oder wirst du immer Brett 1 spielen oder kannst du das schon so sehen? Es ist ja in Frankreich, ist ja anders als in Deutschland geregelt. Ja. Es gibt ja keine feste Aufstellung, sondern irgendwie innerhalb von 100 Elo-Punkten kann man ja irgendwie die Spieler austauschen. 103 Elo-Punkten, genau. Ja, du weißt es vielleicht genauer. ist noch nicht alles ganz genau geplant. Also ich ist zum Beispiel Andreas Heimann ist noch bei uns im Team als Deutscher. Ach schön, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich die komplette Aufstellung verraten soll. Also, nee, ich glaube, die ist aber schon raus. Also die Franzosen dürfen auch nicht so spät noch melden. Was mal auf der Seite okay, drauf. Ja. Aber also du wirst schon vorne mitspielen an den ersten Brettern. Definitiv. Ja. Ist ja auch alles andere macht ja auch keinen Sinn, ne? Weil die Franzosen haben auch nur 3 Ausländer, glaube ich, die spielen dürfen. Da spielt noch eine Frau mit bei den. Die spielen dann mit 9 Spielern. Das Besondere ist, dass da auch immer eine Frau dabei sein muss. Die sind dann immer heiß begehrt, wenn es eine starke Französin ist, ob es jetzt Sophie Meillet ist oder Marie Sebac oder wer auch immer. Die werden immer von allen hofiert. Und natürlich die Ausländer, und da muss man natürlich gucken. Du hast gerade schon gesagt, Andrea spielt noch mit dir, der spielt natürlich auch bei Deizisau. Und ihr beiden spielt dann auf jeden Fall schon mal für Mulhouse. Das ist ja auch eine kleine Kooperation, da ist er auch direkt da in der Nähe von Basel und ist ja auch nicht weit nach Baden-Baden und macht ja auch Sinn. Okay, danach Sotschi, hast du gerade schon gesagt, wenn du Glück hast, erste Runde kommst du direkt weiter, ohne die harte K.O.-Runde spielen zu müssen. Da drücken wir dir mal die Daumen, dass das so klappt. Danke. Und dann hast du noch ein bisschen mehr Zeit, dich vielleicht zu akklimatisieren und da ins Turnier zu kommen. Und dann wünschen wir dir natürlich, dass du da so weit wie möglich kommst. Du hast gesagt, in Tiflis hast du schon mal gespielt. Würdest du selber sagen, so K.O.-Turniere, das ist was ganz anderes im Schach? Oder würdest du sagen, das liegt dir? Oder kannst du dazu was sagen? Hast du wahrscheinlich nicht viel gespielt, ne? Nee, man spielt halt selten solche Matches, deswegen ist es definitiv halt was anderes. Es ist halt ein sehr komisches Gefühl, weil man will halt keine Partie verlieren, weil dann ist man schon halb aus dem Match draußen. Es ist immer relativ schwierig, wenn der Gegner ähnlich stark ist. Ich meine, damals habe ich halt direkt das erste Match gewinnen können gegen einen ähnlich starken 2017 und dann in der zweiten Runde musste ich damals gegen Wesley So spielen. Das war halt relativ schwierig dann. Ja. Von daher einfach mal gucken. Die Auslosung ist halt noch nicht draußen, deswegen weiß ich noch nicht genau, gegen wen ich spielen muss. Aber ich hoffe halt einfach, dass ich irgendwie weit kommen kann. Und ich glaube, wenn ich jetzt eben nicht zum Beispiel einen Wesley So kriege, der halt wirklich schwer zu schlagen ist in so einem Match, dann kann ich auch, denke ich, weit kommen oder zumindest auch vielleicht mal irgendeinen stärkeren Spieler schlagen. Aber mal gucken. Also es kann halt alles passieren bei so einem K.O.-System. Ja, du hast es ja auch schon bewiesen, egal ob es bei den Grenke Open ist oder bei den Classics oder auch in Dortmund. Also du kannst eigentlich mit allen mithalten. Und auch ob es Caruana ist oder wer da kommt, das ist alles im Bereich des Möglichen. Und okay, sonst für das Turnier, wirst du da alleine hinfahren? Oder wir haben ja vorhin schon gesagt, Arik Braun und Rasmus Fahne sind auch dabei. Aber habt ihr auch einen Coach? Habt ihr einen Trainer dabei? Oder ist da über Skype was geplant? Weißt du das? Also ich habe keinen Coach dabei und also bei Rasmus gehe ich auch davon aus, bei Arik weiß ich es nicht genau. Bei mir ist nichts geplant jetzt für einen Coach. Also. Okay. Wäre das nicht mehr sinnvoll? Oder arbeitest du lieber für dich? Ja. Also ich arbeite sehr gerne selber irgendwie, weil ich hab immer das Gefühl, wenn ich selber die Öffnung analysiere, dann weiß ich halt auch mehr, wenn ich die Stellung auf dem Brett habe, weiß ich irgendwie mehr über die Stellung, wenn ich selber analysiert habe, anstatt einfach nur Varianten durchzuklicken. Ja. Das ist natürlich auch Geschmackssache. Es ist halt schwierig zu sagen, wenn man halt keinen festen Coach hat, dann ist es auch schwierig, irgendwie für ein Event auf einmal irgendeinen Coach zu finden, mit dem man super zusammenarbeiten kann. Wie war das denn jetzt? Ihr habt ja auch schon so ein Gelfand-Training gemacht und so.
Hast du da gemerkt, das hat deinen Horizont erweitert? Hat das irgendwie neuen Input gegeben oder wie siehst du so Training-Sessions? Also die Trainingssessions waren definitiv hilfreich, gerade weil es jetzt in der ganzen Pandemiezeit war, wo man halt sonst irgendwie wenig für Schach gemacht hat, dann ist es halt hilfreich mit Gelfand eben irgendwie wirklich zu trainieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass er irgendwas Besonderes gemacht hat, was meinen Horizont erweitert hat, aber es ist halt einfach immer hilfreich, sich stundenlang intensiv mit Schach zu beschäftigen und das geht halt leichter, wenn man nicht alleine einfach nur zu Hause sitzt und keine Kontrolle hat. Also niemand, der da irgendwie drüber guckt, was man macht. Von daher war das auf jeden Fall hilfreich. Absolut. Hey, das kann ich mir gut vorstellen. Okay. Die Fans fragen immer, was hast du denn sonst so Meilensteine in deiner Entwicklung? Wir haben jetzt natürlich gesagt, Grenke Open, das war schon ein Durchbruch, weil das natürlich auch die Eintrittskarte war dann für die großen Turniere, aber da kommen ja die Normalsterblichen erst gar nicht hin, so ein bärenstarkes Turnier zu gewinnen. Die Steps davor, hattest du auch schon mal Momente, wo du gesagt hast, das ist jetzt aber doof hier, da komme ich ja gar nicht weiter. Ich will, aber es geht nicht. Kannst du dich an solche Momente erinnern, wo du irgendwie dich resetten musstest und sagen musstest, okay, jetzt muss ich mal einen neuen Anlauf versuchen? Oder wo du halt auch elo-mäßig vielleicht irgendwo ein bisschen stagniert bist und gesagt hast, mein Gott, die 2-6, die kommt einfach nicht? Oder war das bei dir einfach immer nur eine Reise in eine Richtung und ohne Tiefen? Ja, also prinzipiell würde ich, also natürlich hat niemand irgendwie nur eine Reise, ohne dass es mal Rückschläge gibt. Also auf jeden Fall hatte ich halt auch mal Turniere, die einfach nicht besonders gut liefen oder mit denen ich nicht zufrieden war. Aber ich hatte jetzt nie irgendwie eine richtig lange Phase, wo es irgendwie gar nicht nach vorne ging, zumindest jetzt bis 2,5 hoch. Ich meine, bis 2,6 dauert es, hat es dann halt ein bisschen gedauert. Das war, glaube ich, dann, ich bin das halt das erste Mal über 2,6 gekommen, halt irgendwann kurz vor dem Grenke Open. Das heißt, irgendwann im Laufe des Schachjahres bin ich halt zum ersten Mal über 2,6 gekommen. Aber klar, man hat halt immer mal Turniere, die einfach nicht laufen und ist halt ein bisschen frustriert darüber, aber ich hatte jetzt nie irgendwie, dass es jetzt, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr lang irgendwie gar nichts ging, also meistens kamen dann auch immer wieder Turniere, die halbwegs gut liefen und irgendwie, wo es so ein bisschen nach vorne ging. Okay. Und dein Papa hatte schon einen großen Einfluss auf deine Entwicklung, ne? Der hat dich wahrscheinlich sehr unterstützt und viel gefahren zu Turnieren. Und klar, also meine Eltern oder halt mein Vater natürlich, weil er eben Schach spielen kann, aber generell meine Eltern haben mich natürlich viel unterstützt und das ist halt auch irgendwie notwendig, wenn man halt als Kind irgendwie also viele Turniere mitspielen möchte, weil die Eltern müssen halt viel mitfinanzieren und viel Aufwand mittreiben, weil wenn man halt klein ist, müssen die auch fast immer irgendein Elternteil mitreisen oder so. Ja. Wenn man noch ganz klein ist, also klar, also das. Also schönen Dank nochmal an die Eltern hier, dass es alles so gut gelaufen ist und dass ihr ja. Matthias so gut unterstützt habt und dass wir dadurch jetzt eine deutsche Nummer 1 haben. Und ich bin sehr gespannt. Du bist ja immer sehr bescheiden geblieben, trotz deiner Erfolge, nie abgehoben. Würdest du auch sagen, das ist einfach dein Charakter so? Oder würdest du sagen, das ist auch wichtig für dich, für dein Schach? Oder siehst du immer noch dann durch eine Idee mehr bei den Gegnern vielleicht und bist deswegen ein bisschen vorsichtiger? Das ist ja mal... Ist schwierig zu sagen, aber ich bin halt jetzt nicht, also ich würde wahrscheinlich vermuten, ich bin eher der Typ, der sich selbst ein bisschen unterschätzt als überschätzt, aber ja. Wobei es natürlich auch schwierig ist, wenn man das so konkret sagt, geht das, funktioniert das vielleicht auch nicht, aber ja, ich weiß ich nicht, also klar, ich spiele vielleicht teilweise ein bisschen anders, man spielt halt unterschiedlich, wenn man halt selbst viel Selbstbewusstsein hat und davon ausgeht, dass man viel besser ist als der Gegner, dann übersieht man teilweise vielleicht auch mal Sachen. Aber gut, ich bin halt, wie ich bin und ich meine, das kann ich jetzt auch nicht großartig ändern, aber bisher bin ich damit immer gut klargekommen. Also. Okay. Und die Frage war noch, rechnest du besonders tief? Oder hast du einfach mittlerweile von der Intuition ja so ein Stellungsgefühl, dass du sagst, okay. Und die Frage war auch, wie viele Züge kannst du rechnen? So, ob ich besonders tief rechne, weiß ich nicht. Man weiß ja irgendwie selten, wie weit der Gegner konkret gerechnet hat. Zumindest in sehr wenigen Fällen weiß man das. Aber ich würde schon sagen, dass ich auch relativ viel rechne, aber klar, irgendwann muss man halt auch einfach die Stellung abschätzen und dann spielt so ein bisschen Intuition eine Rolle und wie viele Züge ich rechne, diese Frage finde ich halt immer super schwierig zu beantworten, also hängt halt sehr von der Stellung ab einfach, also ich glaube, man kann da keine allgemeingültige Antwort geben. Ja, also könntest du jetzt nicht sagen, so ein Variantenbaum und dann 12 oder 14 oder 16 Züge, würdest du dich nicht zu äußern?
Naja gut, das Problem ist also zum Beispiel jetzt in meiner Partie gegen Shirov hatten wir halt in der Eröffnung diese eine Phase, wo ich mit A5 und so weiter halt viele Züge rechnen konnte, weil die Züge des Gegners irgendwie erzwungen waren, mehr oder weniger. Wo ich meine, sobald der Gegner halt mehrere Züge zur Auswahl hat, die gleich stark sind, kann man halt irgendwann kaum weiterrechnen. Und das ist halt eben der Punkt. Also, absolut. Klar, wenn alles forciert ist, kann man auch teilweise sehr viele Züge rechnen. In irgendwelchen Bauernendspielen oder so rechnet man natürlich viel mehr Züge als in Stellungen, wo alle Figuren noch auf dem Brett sind. Aber das ist... Okay, ja, nee, das ist eine klare Antwort. Hast du ein Lieblingsturnier? Lieblingsturnier... Kennst du eins, das du öfter gespielt hast als jedes andere oder wo du einfach gerne hingehst oder wo du auch mit deiner Familie warst oder welches du den Zuschauern empfehlen kannst oder welches dir einfach total viel Spaß gemacht hat, weil das Ambiente besonders toll war? Ich hätte jetzt wahrscheinlich tatsächlich das Kränke Open als erstes erwähnt, weil ich einfach damit gute Erinnerungen verbinde. Also ich habe halt ja einmal das Open gewonnen, dann zweimal das Classic spielen dürfen. Das andere Mal, als ich das Open 2019 nochmal gespielt habe, bin ich auch geteilter Erster geworden zumindest. Das heißt, da lief es irgendwie immer sehr gut. Ja, schön. Und da habe ich jetzt halt auch alle Ausgaben, glaube ich, mitgespielt, die es halt gab. Es gibt es ja erst seit 2016. Ja, okay. Von daher hätte ich jetzt das genommen. Ja, super. Und gibt es für dich irgendwie... eine wichtige Kleinigkeit, die immer dabei sein muss, wenn du Schach spielst, also dein Laptop wahrscheinlich, aber irgendwie hast du irgendwelche, bist ein bisschen abergläubisch oder so, hast du einen Stift oder? Ja, also ich hatte mal eine Phase, wo ich halt auch irgendwie darauf geachtet habe, dass ich mit irgendeinem Kugelschreiber, mit dem ich verloren habe, nicht unbedingt nochmal spielen möchte. Das habe ich jetzt aber eigentlich nicht mehr so extrem. Ich glaube, da gibt es auch andere, die dann noch abergläubischer sind. Aber ich habe jetzt irgendwie also nichts Besonderes, was mir jetzt einfallen würde. Aber ist ja interessant, dass auch dir dieses Kränke Open, das ist ja eigentlich sehr anstrengend, muss man mal sagen. Ne? Ich meine, die ziehen da in 4,5 Tagen 9 Runden durch und dann auf höchstem Niveau. Also das heißt, da musst du ja eigentlich auch körperlich sehr fit sein, weil sonst könntest du das ja gar nicht durchstehen. Ne? Also das heißt also, du... Ja, ich glaube, da habe ich einfach Glück, dass ich eigentlich noch halbwegs jung bin. Wobei, ich meine, so langsam werde ich auch alt, aber... Also Doppelrunden ja, machen die aber eigentlich nichts, ne? Weil bisher nicht unbedingt was. Also natürlich ist es anstrengend, Doppelrunden zu spielen, aber ich habe das Gefühl, meistens macht es, also zumindest oft macht es dem Gegner mehr aus als mir. Also ja, es gibt ja Spieler, die ganz klar sagen, sie spielen keine Turniere, die wo Doppelrunden sind. Ne? Also es gibt's ja auch. Und die halt einfach sagen, eine Runde am Tag ist so aufraubend und ist so viel Energie. Du hast gerade auch selber gesagt, bei der Partie mit Shirov, die war so intensiv einfach, da war dann auch ein bisschen die Luft raus, ne, für die nächste Partie gegen Raga. Da musstest du dich erstmal wieder berappeln. Ne? Und da ist natürlich schon was dran. Ne? Man kann da nicht zwei Partien in diesem Stil von Shirov hier, die du hier gespielt hast, wahrscheinlich abrufen. Aber gut. Nee, dann weiß ich Bescheid. Gut, hast du einen Lieblingsort sonst, wo du, also jetzt Kränke Open hast du schon gesagt, hast du bei dir irgendwie einen Lieblingsort, wo du besonders gerne bist? Gibt es bei euch einen See, keine Ahnung, in der Altstadt irgendwo in Bielefeld oder in Lemgo, einen Platz auf dem Feld, keine Ahnung, wo du sagst, hier, das ist genau meins, da fühle ich mich sau wohl? Also da würde mir jetzt wirklich gerade gar nichts einfallen. Also. Okay, ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Ist nicht schlimm. Von den exotischen Sachen, welches Turnier hat ihr denn da? Wir hatten vorhin schon gehört, du warst in Südafrika schon, in Durban hast du gespielt, bei der Weltmeisterschaft. Was würdest du da sagen, was war da total interessant und was war vielleicht auch dein interessantestes Erlebnis oder aufregendstes Erlebnis? Ich tue mich mit solchen Fragen immer schwierig. Oder vielleicht hast du mal was Lustiges erlebt. Also natürlich hat man etwas Lustiges erlebt, aber ich habe jetzt irgendwie, also mir fällt jetzt gerade spontan keine besondere Geschichte ein. Ich weiß jetzt auch nicht, was das Besonderste oder Exotischste war. Also ich meine, die exotischen Sachen, wo ich denke, ich war, waren Südafrika und Brasilien wahrscheinlich. Okay, Brasilien, ja, Brasilien ist ja auch cool. Ja, schön. Also man kommt natürlich schon gut rum, aber generell... du hast ja auch in Moskau Aeroflot gespielt und so, hast du eigentlich schon immer die Herausforderung angenommen, ne? Gegen die starken Leute zu spielen und so, da hast du ja auch keine Angst gehabt, da irgendwie nach Moskau zu fliegen oder so.
Nö, das nicht. Wobei ich halt, glaube ich, 2018 habe ich Aeroflot mitgespielt und danach hatte ich irgendwie keine Lust mehr, weil 2018 habe ich gegen 9 Leute gespielt, die jünger waren als ich, glaube ich, oder 8 von 9 waren jünger als ich. Und habe ich mich irgendwie schon langsam ziemlich alt gefühlt. Also, Okay. weiß ich nicht. Ja, okay, Das das ist ist. halt ein super hartes Turnier und da sind halt super viele junge Talente immer drin in dem Turnier und das ist halt sehr anstrengend irgendwie. Absolut, ja. Das kann also auch super gut laufen, aber das ist extrem abhängig, was man da für Gegner kriegt. Da gibt es viele Absolut, ja. underrated, wie du gerade schon gesagt hast, hast auf einmal so ein paar Jungtalente. Und Ja, zum Beispiel Alireza unter anderem und der war damals halt noch niedriger geratet als ich, aber war natürlich trotzdem schon super stark. okay, ja. Okay. Nee, schön. Okay, dann die Zukunft haben wir schon ein bisschen besprochen. Ja, hast du noch was auf dem Herzen, was du noch erzählen möchtest? Das letzte Wort gehört immer dem Gast. Ich kann schon sagen, morgen haben wir die nächste Show. Da holen wir die Show nach mit Daniel Friedmann. Da treffen wir uns hier um 20:30 Uhr. Und am Freitag haben wir die Ann-Marie Mütsch zu Gast. Und ja, Matthias, wenn du noch was auf dem Herzen hast, was wir noch verbessern können, was der Deutsche Schachbund noch machen kann, um dich nach vorne zu bringen, lass es uns wissen. Ich habe konkret im Moment nichts, was der Deutsche Schachbund jetzt, also was ich dem Deutschen Schachbund zu sagen hätte, was er besser machen soll. Also, Okay. ich meine, gut, es ist ein bisschen ja auch was im Umbruch im Deutschen Schachbund gewesen, aber an sich hoffe ich, dass es jetzt einfach läuft und ich will mich persönlich jetzt auf die nächsten Turniere konzentrieren. Also. Sehr schön, da freue ich mich drauf. Okay, wir verfolgen das auf jeden Fall. Matthias, vielen lieben Dank für die Ja, Zeit, die du gerne. dir genommen hast hier für uns und alles Gute und erstmal viel Erfolg in der französischen Liga und dann natürlich auch beim Weltcup und dann hoffentlich auch bald für die deutsche Nationalmannschaft im Trikot und viele Punkte für Deutschland. Alles Gute dir, Matthias. Ja, danke. Mach's gut. Ciao. Schönen Tschüss. Abend allen.